Herzlich willkommen zurück, liebe Gymster-Familie. Part 2 unserer Sommer-Challenge wird jetzt für euch zugänglich gemacht. Wir wollen heute mit euch so ein bisschen auch unsere Techniken erklären, wie wir uns für bestimmte Sachen vorbereiten, wie wir unser Training darin gestalten, sodass wir zum Beispiel im Sprint heute ein bisschen mehr auf die Technik eingehen, um euch auch dort Hilfestellung zu geben, wie ihr euch dann die nächsten Wochen verbessern könnt. Bleibt dran! So Freunde, wir sind jetzt draußen bei unserem wunderschönen Wetter. Heute leider kein Schnee, aber das macht ja nichts, gell? So ihr Lieben, heute bei dem schönen Sonnenschein, wir probieren jetzt erstmal unseren Start aus zu verbessern. Wir versuchen jetzt erstmal aus 2 Kamerawinkeln aufzunehmen, ob wir eine gerade Linie haben, können das dann gemeinsam analysieren und dann werden wir unseren Sprint richtig durchziehen. Bleibt dran! Wir wollen ja hier bei uns aus dem Stand starten. Wir gehen in die Startposition, Belastung auf unser gesamtes vorderes Bein. Wir versuchen auch hier eine gerade Linie beim Start zu haben. Arme ab in die Startposition und damit richtig Schwung das linke Bein bzw. das rechte nach oben hochziehen, Oberkörper gerade lassen, gerade Linie beibehalten und dann die Beine leicht rechts und links nach außen ausscheren lassen. Let's go! Hopp. Wir versuchen uns in dieser Position immer weiter zu verbessern, sodass wir jetzt die nächsten 8 Wochen mit euch zusammen unseren Sprint auf Bestform bringen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Auf die Plätze. Fertig. Los! So Leute, unsere Sprints haben wir. Auf geht's zu den Klimmzügen. Zur Technik beim Klimmzug. Einige Sachen möchten wir euch auf dem Weg mitgeben, wie ihr auf jeden Fall generell die Ausdauer und die Kontraktion in dieser Übung verbessert, indem ihr euch einfach an den Klimmzug hängt. Holt euch einen Hocker, springt an die Stange dran oder an den Ast, wo ihr das jetzt gerade machen könnt und haltet die Spannung so lange es geht, während ihr eure Schulterblätter schön zurückgezogen habt. Haltet diese Kontraktion über eine lange Zeit und je länger ihr dort, je besser ihr dort in diesem Bereich werdet, desto besser werdet ihr auch im Klimmzug und das kann jeder zu Hause auch machen. Und dann 8 Kilo, 2 Kilo zugenommen und 14 Wiederholungen. Natürlich können wir nicht jeden Tag immer unsere Bestleistung bringen. Wir geben aber trotzdem schön Power für euch. Wir versuchen uns wirklich die nächsten 8 Wochen zu verbessern. Weil es muss kein Schritt in einer Woche passiert sein. Denkt daran. Worauf wir heute bei den Push-Ups achten können, ist zum Beispiel die Range of Motion.
Yannick hat es letzte Woche wunderbar vorgemacht. Er ist viel weiter runtergegangen als ich, was natürlich viel schneller zum Muskelversagen geführt hat. Ich habe mir aber auch meine Technik angeguckt und in der habe ich gesehen, dass meine Ellbogen viel zu weit außen waren. Diese kann ich versuchen, ein bisschen näher zu meinem Körper zu nehmen, sodass ich ein bisschen ökonomischer arbeite. Let's go! Beim Frontschütz achten. Beim Frontschütz können wir nur spezifisch die Übungen eigentlich trainieren, neben unseren klassischen Rumpfübungen, für, wie zum Beispiel für den Bauch. Crunches, Fallschirmspringer für den Rücken. Um unsere Ausdauer darin zu verbessern, gilt es natürlich viele, viele Wiederholungen zu machen, aber auch den Frontschütz selber. Worauf ihr auch heute mal bei den nächsten Einheiten achten könntet, ist die Atmung. Je sauberer ihr und je vollkommener ihr arbeitet, desto mehr könnt ihr euren CO2-Verbrauch im Körper besser regulieren und damit weniger Laktat bilden. Wie ihr euch in den nächsten Wochen versuchen könnt zu verbessern. Wir haben heute mal ein paar kleine Punkte für euch rausgepickt. Die nächsten Wochen werden wir immer wieder versuchen, uns selber in den Videos zu analysieren. Wir werden uns dann auch nämlich unsere Videos dann gemeinsam mit euch angucken. Wir werden analysieren, wir werden gucken, wie wir uns da weiterhin auch verbessern können. Also bleibt auf jeden Fall mit auf dieser Reise. 8 Wochen, beziehungsweise jetzt noch 7 Wochen dranbleiben. Wir hoffen, dass ihr schön fleißig mitmacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gymster TV. Ciao.